Nein. So. Oh. So. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder. Heißt das, wir dürfen jetzt wieder komplett zurück? Das wäre ja kacke. Das wäre ja richtig blöd. Aber wie es aussieht, ist es so. Gut. Okay. Wir wissen, was zu tun ist. Also packen wir es an. Ist ein bisschen blöd mit der Rennerei, aber... Naja, wenn man es weiß. Lalalala. Hey! Hey! So, hey! So. Okay, hier können wir nicht durch, aber wir können hier durch. Nein, wir können aber hier. Was? Wir können... Hilfe? Nein! Ja, hey. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Nein! Wie doof ich bin. Okay, das war dann doch jetzt nicht ganz so... Moment, lasst mir kurz ein bisschen Zeit. Okay, wir können hier hoch, ja? Wir hätten wahrscheinlich... Was hätten wir davon gehabt, wenn wir den Baum jetzt... Wir können den Baum hier wegschieben, ja? Das ist klar. Aber warum? Was hätten wir davon? Hä? Dann könnten wir hier rein. Ich glaube, ich verstehe. Ja, ja. Okay, pass auf. Gut, nochmal, guck mal nur hin, guck mal nur zurück und so weiter und so fort. Ja, dauert, ich weiß, es tut mir leid. So, pass auf, dann müssen wir höchstwahrscheinlich diesen Baum zur Seite schuppen. Dann haben wir ja trotzdem nicht. Hä? Warte mal. Ich kann jetzt aber trotzdem nicht in die andere Zeit, ne? Weil das wäre dann zu einfach. Aber wenn ich das jetzt mache... Oder müssen wir jetzt in die Zeit dann? Ist das dann so richtig? Ja doch, das muss dann richtig sein, ne? Weil in der Zeit sind die Dinger... Okay, nein, da muss ich aber hier hoch. Pass auf, wie schaffen das? Oder auch nicht. Alter, die waren doch hier. Wenn ich jetzt hier runter gehe. Ja, 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 okay, okay. Ja, ja, ja. Okay. Lalalala, wir schaffen das. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass ich das schaffe. Okay, hier sterbe ich definitiv. Und wenn ich jetzt... Jetzt diesen Mittelweg gehe? Nein. Ach, den Mittelweg kann ich nur gehen, wenn ich dann da bin, oder wie? Den kann ich dann nicht gehen, weil ich ja dann... Warte mal, konnte ich nicht hier auch lang? Warte mal, ich konnte doch hier auch lang. Weil dann wird das alles Sinn ergeben. Weil dann... Cham. Bam, bam, bam. So. Dann kann ich jetzt nämlich den hier nämlich auch wegschieben. Ja, super. Jetzt pass auf. Natürlich. Hier mit diesem Wegschieben und so weiter, da tue ich mich immer schwer. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, denn jetzt ist es nämlich ein leichtes. Von hier aus... In dieser Zeit mit dieser Elfe... mit unserem Navi hier lang zu latschen. Ja, jetzt pass auf, guck mal. Das wird jetzt hier ein Zuckerschlecken. Oder auch nicht ganz, aber ein bisschen Zuckerschlecken wird's. So. Navi. Ja, Navi. Komm, oh, zack. Lalalala. So, dich erschieße ich. Bam, bam, bam. So, dann gehen wir hier runter. Und kommen hier wahrscheinlich trotzdem nicht durch. Wegen dem Baum, genau. So, und den können wir jetzt ja wieder wegschieben. Ist das so leicht? Ich weiß es. Ja, doch, tatsächlich. Guck an.
Aha. So, und nun? Ich habe gar keine Ahnung mehr, gar keinen Überblick mehr, wo wir sind. Was können wir hier machen? Dauert ein bisschen, ich weiß, liebe Leute. Es tut mir auch echt leid, aber... Naja, gut, Ding will halt Weile haben. Und das sieht mir schon wieder nach einem genialen Rätsel aus. So, was kriegen wir jetzt? Natürlich. So. Okay. Ups. Ja, aber warum können wir hier hin? Was bringt uns das? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum konnten wir jetzt hier hin? Geh du mal weg. Boah, ich brauche gleich irgendwie... Ich meine, wir haben gerade mal etwas über 2 Stunden aufgenommen, diese Session. Ich brauche trotzdem irgendwie eine Pause. Okay, das ist jetzt wieder so ein Schieberätsel, definitiv. Ich muss von hier den Baum hier hochschieben. Dann von da aus muss ich den hier hinschieben. Ist klar. So, bis hierhin. Und von da aus können wir dann die Viecher wegschießen. Warum auch immer wir das wollten. Nein, nein, da wollte ich doch gar nicht. Ich wollte da jetzt. Boah, jetzt aber erstmal gucken, in welcher Form. Okay, wo ist der Baum? Den kriegen wir so erstmal nicht hin. Ich probiere einfach mal aus. Ja? Kostet ja nicht. So, wir müssen jetzt hier erstmal mit dem Stamm hier rüber. Hä? Ach so. Gut, das machen wir noch mit. Was? Wir haben es geschafft, Nemesis. Wir haben den Heiligen Hain fast verlassen. Jetzt müssen wir nur noch in unsere eigene Zeit zurückkehren. Ernsthaft? Ach, guck an. Wir müssen gar nichts mehr machen. Ganz ehrlich? Wenn ich jetzt hier rauskomme, ne? Aber... Ja, ich erinnere mich. Und wie kommen wir hier raus? Witzig. Ist nicht witzig. Ich fürchte nämlich, wir kommen hier nämlich nicht so einfach raus. Aber das werden wir noch sehen. Gucken, ob die Steine immer noch da sind. So, hau weg, die Kacke. Entschuldigung, sagt man ja so, ne? Okay. Was? Tut mir leid, Freundchen, ich kann diesen Wald nicht verlassen. Feen wie ich können außerhalb nicht überleben. Alles eine Frage der Quantenphysik. Ich kann nämlich nicht gleichzeitig in allen Zeiten und mehreren Orten sein oder so ein Müll. Hey, nicht übel. Ihr wart besser als erwartet. Im Wald sind immer noch ein paar Sadistas. Aber ihr habt wohl noch was anderes zu tun. Besucht mich wieder, wenn ihr Lust habt. Tschüss. Ja, tschüss. Ganz genau das ist... Nee, Sadistas, da habe ich jetzt momentan echt gesagt, kein Bedarf. Ihr werdet mich jetzt vielleicht verdutzt angucken, vielleicht sogar ein bisschen mit ein bisschen Unmut angucken, aber... So, wir haben jetzt sämtliche Schlüssel, richtig? Wir haben sämtliche Schlüssel, liebe Leute. Es geht jetzt Richtung Ende. Wobei jetzt die Frage ist natürlich, was ist das Ende? Was machen wir denn jetzt eigentlich? Das weiß ich gar nicht. So, ich würde sagen, erstmal gehen wir zu Ceres. Weil wenn es jemanden gibt, der weiß, was Sache ist... Alter. Wobei, wisst ihr, was ich mich frage? Wer ist der Endboss? Wer ist der Endboss? Beeindruckend. Ihr habt das Fragment der Natur. Manchmal würde ich mich selbst gern von der Zeit lösen, so wie die Nymphen. Ich weiß aber, dass das ein ewiger Kerker wäre. Was ich aber brauche, ist die ultimative Freiheit. Ihr habt die 5 Fragmente des Magischlüssels gefunden. Kommt zu mir zurück. Wir müssen ihn aktivieren, um die Waffe aus dem Gefüge der Zeit zu entfernen. Ah, natürlich. Und wer bewacht die Waffe? Komm. Gemeinsam retten wir Dämonia.
Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, dass ihr die 5 Fragmente des Magischschlüssels finden würdet. Ich habe es in einem Traum gesehen. Danke, Ceres. Keine Ahnung, was wir ohne euch gemacht hätten. Diese hässliche Waffe wird bald nichts weiter als eine üble Erinnerung sein. Ich kann es gar nicht abwarten, meinen Vater und mein Dorf wiederzusehen. Für mich wird das nicht viel ändern. Ich freue mich für euch, Fräulein Fina. Nemesis, wollt ihr das wirklich tun? Wir wissen nicht, was passieren wird. Natürlich nicht, Velvet. Wir haben das doch schon besprochen. Wenn wir jetzt umkehren, haben wir das alles völlig umsonst durchgemacht. Tja, wenn es ohnehin schon zu spät ist, es sich nicht anders zu überlegen. Oder es sich anders zu überlegen, Entschuldigung. Rekonstruieren wir den Schlüssel. Okay. Keine Rätsel, oder? Na dann. Jetzt geht's los, Leute. Woher hast du eigentlich die Macht, Ceres? Was denn nun? Ah, die Zeit. Der Smug entfernt sich. Wie nice. Ob das doch noch ein Happy End gibt? Für alle? Labor? Sind wir am Labor? Nemesis! Es hat funktioniert! Die Waffe ist verschwunden! Danke. Bedankt euch nicht bei uns, Ceres. Wir sollten euch danken. Dank euch sind... Was? Sind meine Kräfte wieder da? Was passiert gerade? Ceres, was macht ihr da? Haben wir jetzt Level abbekommen? Power abbekommen? Wurden wir gebufft? Ich wurde mit großartigen Kräften geboren. Oh oh, leider beherrsche ich sie noch nicht. Das wird jetzt nicht der Boss, oder? Deshalb wurde ich verfolgt und schließlich erfasst. Der Übeltäter. Er wollte mich schwächen und meine Kräfte zu... Er wollte mich schwächen, um meine Kräfte zu stehlen. Professor Giro! Er ist es. Ihr wart das also. Das Mädchen, das er gefangen genommen hat. Und wir wissen, dass wir Professor Giro sind, richtig? Und das er zum Bauen der Waffe benutzt hat. Oh oh. Das war ich. Und weil die Waffe jetzt aus dem Zeitkontinuum verschwunden ist, sind eure Kräfte wieder da. Ja, ich glaube, so ist es. Eine Frage würde ich euch gerne stellen, Ceres. Wie konntet ihr Professor Giro entkommen? Ich kannte ihn nicht, hatte aber in meinem Zeitalter natürlich von ihm gehört. Niemand hat sein Labor jemals lebend wieder verlassen. Eines Tages, als ich sehr schwach war, ließ er von der Kontrolle ab. Der Augenblick war flüchtig, doch ich nahm meine letzten Kräfte zusammen und öffnete ein Portal, ein Zeitportal, und schickte ihn direkt hinein. Ich entkam aus dem Labor, doch das Kaiserreich verfolgte mich weiter.